Bonjour mon ami und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max. Und wir reden jetzt wieder normal. Jetzt muss ich allerdings ein bisschen klugscheißern. Wenn du deine Freunde alle begrüßen hättest wollen, hättest du Mesami sagen müssen. So hast du nur einen Freund begrüßt. Ich habe ja auch nur einen Freund. Achso, okay. Alle anderen Abonnenten sind scheiße. Nur der eine da draußen. Nee. Hey, du bist klasse. Nein, du weißt, dass du gemeint bist, ne? Genau. Ist klar. Du bist besser als alle anderen Abonnenten. Du, wo du jetzt gerade zuschaust, einfach, du bist super geil. Lass dir von niemandem was anderes sagen. Du bist voll der geile Typ. Ja. Geile Stifte auch übrigens. Oh Mann. Nee, mein einziger Freund hängt bei mir oben im Schrank und momentan ist die Luft raus. Aber das ist das Praktische, weißt du, wenn ich keinen Bock mehr auf ihn habe, falte ich ihn einfach zusammen und verstaue ihn im Schrank. Super. Oder sie. Ist. Olga. Es ist nicht mehr ganz genau erkennbar, was es ist. Nee. Das Mundloch ist schon etwas ausgeleiert. So, jetzt machen wir mal wieder seriös, bitte. Jetzt ist auch genug. Was heißt dieses Wort? Ich kenne das nicht. Da kann man nichts machen. Okay, wir machen wohl doch weiter, scheiße. Ralf nutzt immer nur das Mundloch. Natürlich. Du weißt zwar schon, dass aufblasbare Puppen auch woanders noch ein Loch haben. Oh, Mist. So, jetzt komm, lass mal weitermachen hier. Du hast potenziell insgesamt 3 Löcher zur Verfügung. Ist ja gut jetzt. Wobei, wenn du das Nasenloch weit genug jetzt haust... Jetzt komm schon. So intensiv wollte ich mich auch nicht mit Sexpuppen mit aufblasbaren Freunden oder befassen. Oder Freundinnen. Oder Freundinnen. Je nachdem, wo die Vorlieben von jemandem liegen. Und 3 seine liegen offenbar bei Oral. Jetzt komm, auf geht's. Ich hab Tränen in den Augen, kann ich sehen. Gut, dann mach ich mal deine Nein. Runde. Ich war, glaube ich, fertig. Du kannst auf Runde beenden drücken. Sicher? Ja. Okay, ja, kann sein. Mach einfach Runde beenden. Dann machen wir das mal. Unsere Hochzeit wird wundervoll. Ja, das finde ich auch, mein Schatz. Oh. Ich habe immer noch Tränen in den Augen. Alter, jetzt ist aber mal wieder gut. Es hört nicht mehr auf zu tränen. Oh. Das ist ja wie ein Wasserfall. Unsere Hochzeit wird wundervoll. Ja, wenn ich keinen Bock mehr habe, lasse ich einfach die Luft dran. Oh Mann, oh Mann. So. Die beste Freundin, was man sich wünschen kann. Nee, ist aber ohne Scheiße, weil ich meine, überleg mal, Frauen kosten total viel Geld und wollen Klamotten und... So, ich würde sagen, dann machen wir eine Echtzeitschlacht, dass ich die recht restlos vernichten kann. Zumal es irgendwie... What? Einfach nur what the fuck, was hat der für... Achso, der hat ziemlich gute Truppen, ne? Ja. Oh ja, okay. Na gut, aber ich habe ziemlich viele Bogenschützen. Bogenschützen. Bogenschützen! Bogenschützen! König von Frankreich. Angriff! So, da sind wieder die Flammenwerfer, beziehungsweise das, wie haben sie es genannt? Das griechische Feuer, haben unsere Abonnenten geschrieben. Mhm. Habe ich unter sehr vielen Parts jetzt gesehen, dass es tatsächlich im Spiel gibt. Die Byzantiner können das als Spezialeinheit ausbilden. Ja, deswegen sollten wir die Byzantiner eigentlich schnellstmöglich kaputt machen. Beeil dich. Die Schlacht hat schon gestartet. Ich weiß. Hä? Achso. Ja, die haben noch... Einheiten, Ausrüstung weglegen. Okay. Erstmal ein paar Opfer bringen. Ja. Erstmal die Panzerritter aufhalten. Ja. Ich hätte natürlich jetzt auch pausieren können, aber ich finde das super langweilig. Das ist auch. So, wer trägt jetzt noch was? Die tragen noch was. Das war's. Okay, ich kann die hier doch wieder aufhalten, weil der sammelt sich da erstmal. Ganz entspannt. Das ist natürlich extrem geil. Warum sind diese Speerträger eigentlich so angeschlagen? Ja, am besten solltest du die ein bisschen weiter hinten sammeln. Sonst müssen ja deine Bogenschützen über deine Truppen drüber feuern. Sehr weniger zielsicher, oder? Wow, was kommt hier? Charge! Was machen die da? Ja, lass deine Truppen drauflaufen, würde ich sagen, oder? Kipp ihm. Ja, pass auf, dass deine Fernkämpfer auf was anderes schießen.
Pack die mal in der Armee rein, dass du die nicht immer alle auswählen musst. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. Es wird gerade ein wenig chaotisch. Ah! Ganz genau. Düm, düm, düm. Die Musik war gerade geil. Drama. Drama, Bitch. Ach, gucke mal, die Armbrustschützen haben gar nicht mal so viel Reichweite. Die Bogenschützen haben jetzt schon extrem viel Reichweite. Ja, das stimmt. Boah, so richtig schön synchron. Jawoll. Jawoll. Die Pikeniere kassieren schon heftig. Deine Kavallerie setzt auch gar nicht mal so klug ein, wie ich dachte. Oh Scheiße, da kommen sie. Sie kommen. So, hier werde ich euch mal um die kümmern. En grief. Ja, ihr werdet euch alle um die kümmern und nur ihr werdet euch um die hier kümmern. So. Ja, ich finde es aber nicht so cool, dass ihr in den anderen drin steht. Das stimmt allerdings, so werden sie ein wenig nutzlos. Ja gut, ich... Schickst du es halt wieder durch. Aber gut. Wird laufen. Der läuft. So, wo ist denn mein Mon General? Also wie das ein 5:2 Verhältnis sein soll, das kann ich mir bis jetzt nicht wirklich erklären. Na gut, im Nahkampf wirst du halt schon einen relativ eindeutigen Nachteil haben. Genau, die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Ja. Scheiße. Hängen geblieben. Weißt du was, Sonne, fick dich ganz ehrlich. Soll ich es nochmal runter tun? Nee, passt schon. Die ist eh gleich wieder weg. Okay. Wie gesagt, für heute, es wird auch heute noch derbe schiffen. Ja, gut, dass ich nicht mit dem Fahrrad gekommen bin. Das wäre ziemlich uncool gewesen, glaube ich. Ein paar von meinen Truppen lassen da jetzt schon ganz schön übel. Aber jetzt fliehen sie größtenteils. Deswegen nehme ich jetzt gerade das Tor ein. Ja, der feindliche General hat keine Ehre. Er flieht vom Schlachtfeld und lässt seine Männer im Stich. So, the gate is ours. Ja. Die flämischen Pikeniere hauen halt schon Männer rein. Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Bewahrt ihn gut und sorgt dafür, dass er zusieht. Wie wir seine restliche Armee besiegen. Ja, schon bestes, ey. So, am Tor gibt's hier wieder so einen kleinen Moshpit. Oh, solltest vielleicht eins von den Kavallerie-Bataillonen noch in die Pikeniere von hinten reinschicken, oder? In welche? In die, ja, in die ja. Ja. Die fliehen eh schon. Ja, okay. Aber ich kann's trotzdem machen. Ja, flieht ja eh alles gerade, oder? Ich glaube, er hat eh nichts mehr am Feld. Ah, da hinten sammelt er sich gerade. Ja, mit seinen Armbrustschützen. Ah, okay. Ja. So, Hauptmann Germain. Er ist jetzt nicht mehr Germain. Das ist sogar leibhaft, ja. Naja, stehst du hin? Okay. Wo immer er hinsticht, irgendwas hat drauf reagiert. Gerade wird gerade abgestochen und lädt noch mal ganz entspannt seine Armbrust. Der Feind flieht von der Schlacht. Renn diese wertlosen Bauern nieder. Die Rebellen werden ja sowieso ausgelöscht. Ja. Die gesamte Christenheit wird den Sieg, den wir heute errungen haben, bewundern. Sehr schön. Ja, und größtenteils habe ich nur von den Schmutztruppen verloren. Ja. Der bessere Teil der Tapferkeit ist Vorsicht. Shakespeare aus Heinrich IV. Wir haben gesiegt. Ruhm und Ehre für Frankreich. Das ist ein Exempel. Eine rühmliche Eroberung für Frankreich. Eine rühmliche Eroberung für Frankreich. Plündert aber lasst das morden. Ist ja langweilig. Nee, sonst wird mein Typ auch noch zum Psycho, so wie deiner.
Also die Armee, wo daneben saß, rein. Ha! England wurde wieder exkommuniziert. Sehr schön. Sehr schön. Das legitimiert meine militärischen Ambitionen gegen England. So, Portugal und die Mauren sind im Krieg. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich, weil dann werden... Wird Portugal ausgelöscht. Ja, das außerdem... Weil die Mauren sind schon ziemlich mächtig, wenn man mal einen Blick unten auf die Karte wirft. Ja, die haben halt viel, aber... Ihre Truppen sind halt, glaube ich, relativ schwach noch im Vergleich. Gebt den Befehl. Naja. So, lass ich die jetzt... Ja. Wir schicken sie in die dann, Hölle. Oder? Ja, gut, wenn du 9 Runden warten willst, ist das eine Burg, die relativ gute Nahrungsvorräte hat. Also 9 Runden, wenn du wirklich warten willst. Wir haben sie hier in der Falle, mein Herr. Nee. Definitely not. Ja. Aber leider hat dich im Rundenwechsel der Fatimide nicht angegriffen und auch der Genuese oder Genuaner hat dich in Tunis nicht angegriffen. Ja, das heißt... Befehle! Aller Dacke! Ja, aufstellen zum Kampf! Das gibt schon mal die erste... Mach mal einen Nachtangriff. Warte kurz. Klick mal auf Nachtangriff. Na gut, das bringt nichts. Hm. Außer, dass wir nichts sehen. Der eine Sternhalter. Ja. So bold and confident in command, this man could lead an angry mob to conquer an empire. Tja, der sollte mal in Rome 2 mitmachen. Da bringt der Mob nämlich gar nichts, wenn man ihn ausbilden kann. Ah ja, da ist es auf einmal wieder auf Deutsch. Im Schlachtweg steht sein Wille, er ist ein wahrer Meister der... Kriegsführung. So, gucken wir mal, was für Art von Truppen der so hat. Und Kurden. Ja, die sind schon ziemlich mächtig eigentlich, haben ziemlich... Starken. Wir wissen doch, dass sie nichts können, die Kurden, wenn die Deutschen sie nicht mit Waffen versorgen. Nee, kleiner Schatz. Ja, ganz mieser Konflikt ist das da zur Zeit. Weiß echt nicht, was ich da davon halten soll. Es gibt gerade nur miese Konflikte auf unserer Welt. Deswegen spielen wir Total War, da sind so die Konflikte nämlich so ausgelegt, dass wir sie meistens gewinnen. So schaut's aus. Meist auf sehr brutale Art und Weise. Also Männer, gut, tragen wir es auf der Schlachtkarte aus, meine Freunde. Ruhm und vor allem den Sieg. Ein Kampf tut Wut so gut wie Mut. Wut so gut wie Mut. Tu das mal hier ein bisschen weiter nach vorne kurz für die Schlacht. Tö, willst mich einfach außen vor lassen. Nein, ich will dich nicht außen vor lassen, sondern ich will mich vorbeugen können, ohne dass ich... Ohne dass ich am Mikro... vorbeugen? Weil ich zur Maus muss? Ich muss mich vorbeugen. Du bist doch schon bei deinem Haus. Ja, genau. Ja, bist du doch. Ja, aber vorhin habe ich eben am Mikro vorbeigesprochen. Ist doch nicht schlimm, man hört dich doch gut. Ist doch alles fast gar nicht. Ja, ich glaube, die 6 kannst du mal getrost aus der Schlacht draußen lassen. Das stimmt allerdings. Die dürfen die Piazza verteidigen. Wenn alles scheitert. Vergiss nicht, dass du einen Ausfall machst, ne? Ja, ja. Weißt schon, dass du es eh nicht neu platzieren kannst, solange die Schlacht nicht startest, weil... Hm? Naja, gut. Mehr oder weniger. Ja, so geht's ja eben nicht. Halt nur so, ja, aufziehen. Gut, wichtig ist auf jeden Fall, dass die hier mal meine 1 sind. Die hier meine 2. Die 3. Die kommen noch in die 2 rein. Er alleine kann keine Armee machen. Nee. Lohnt sich auch nicht wirklich für eine Einheit eine Armee. Ja, das stimmt allerdings. Ach so, ja. So. Irgendwie lustigerweise, bei mir sind es immer, wenn ich meine Truppen aufziehe, sind es gelbe Punkte, bei dir sind es rosa, ne? Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja. Ist interessant. Oh, hat er ja Tribuchets? Scheiße. Ja, hat er. Scheiße. Deswegen. Aber damit wird er sich jetzt erstmal zurückziehen, da könntest du einen King Ruggiero draufschicken, um ihm den Rücken zu reiten. War auf jeden Fall der Plan. Ja, genau, weil er macht wieder den Klassiker, er schiebt jetzt nämlich nach hinten und lässt jetzt vollkommen alleine. Das ist schon echt traurig. Das ist die Total War KI. Ja. Sie hat sich seit damals aber auch leider nicht viel gebessert, muss man dazu sagen. Naja, also ich weiß nicht, in den Schlachten, finde ich, merkt man schon, dass er zumindest teilweise, also Belagerungsschlachten sind heftig teilweise in Rome. Naja, nicht nur in Rome. Ich erinnere nur an Shogun, wo sie immer an der steilsten Stelle vom Forst klettern anfangen. Okay, das stimmt. Was hat denn der eigentlich so an Fernkämpfern? Er hat auf jeden Fall diese Kurdenspeerwerfer. Er hat ziemlich viele Speerwerfer eigentlich. Bogenschützen-Miliz. Weiß ich jetzt nicht. Alter, die Flagge sieht mal richtig cool aus. Was das wohl heißt, was da drauf steht? Weil es ist ja arabisch. Ja. Vielleicht kann es uns mal einer von euch übersetzen, falls ihr das jetzt gut lesen konnte. Ansonsten könnt ihr ja die Flagge googeln.
Star dann übersetzen oder einfach gleich googeln, was drauf steht. Immer noch besser als die sizilianische Flagge, wo aus einem Kopf Beine rauswachsen. Steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. So, die Belagerungswaffeln wurden schon mal ausgeschalten. Ja. So, was jetzt ein bisschen blöd ist, ist, dass er sich halt voll auf einem Hügel platziert. Naja, gut, das geht. Kannst du mit den Fernkämpfern eigentlich relativ gut zusetzen von da aus. Ja. Na, stell ihn vielleicht vor den Rambock, weil wenn der im Weg steht. Ja, stimmt. Vor allem ist das ein guter Orientierungspunkt, dann weiß ich, dass meine Nahkämpfer hin müssen. Ach ja, das hat übrigens auch ein Abonnent, ein Zuschauer gefragt. Der Zuhörer hat gefragt, wie wir das machen mit dem, dass man die Punkte nochmal sieht. Das ist einfach nur die Leertaste. Das wollte ich noch kommentieren, aber hab's dann irgendwie vergessen. Ja, Leertaste gedrückt halten ist in jedem Total War dafür, da wird das nochmal angezeigt, wo man die Leute hingeschickt hat. Genau. Ich wollte es eigentlich auch kommentieren, aber irgendwie ist es mir dann auch entfallen. Vor allem, weil jetzt Google Plus nämlich wieder die nächste Stufe der Inkompetenz erreicht hat. Und zwar werden jetzt nicht mehr alle Kommentare angezeigt, sondern es wird immer nur noch der erste Kommentar unter dem Video wird dir bei dieser Glocke da oben angezeigt. Ach Gott, und den Rest, oder? Genau, und den Rest musst du halt dann, wenn du auf auf YouTube gehst, auf das YouTube Studio, auf Community, und da werden dir dann alle Kommentare angezeigt. Okay. Aber da werden dir die Kommentare alle chronologisch aufgelistet, das heißt, es steht zwar dort, wann diese Kommentare gemacht wurden, ja, aber du weißt jetzt nicht, ob es jetzt neue oder alte Kommentare sind. Okay. So was Blödes. Also siehst du das zumindest nicht auf den ersten Blick. Also wie gesagt, diese Google Plus Geschichte, das wird uns noch einige Jahre in den Fängen halten und ich fürchte, es wird einfach nicht besser werden. Ja, sehr ärgerlich, muss ich sagen. Ich überlege mir jetzt gerade mal, ob ich da vielleicht einfach mal einen... Ja, okay, nee. Na, die Speerwerfer dürften eine Reiterei schon ziemlich auseinandernehmen. Ja, ja, klar, nee, es sah mir bloß gerade so aus, als wollte der sich noch ein bisschen weiter nach hinten stellen. Das macht er ja auch. Umso näher du kommst, desto weiter zieht er sich zurück. Okay. So lange, bis er an dem scheiß Laserrand angekommen ist. Das Ende der Welt sozusagen. Das Ende der Welt war nicht der Pizzarand, so wie es ursprünglich gedacht wurde, sondern der Laserrand. Haring. Ja, hier mit der Sonne erkennt man das echt. Stell dir mal vor, wir hätten eine Nachtschlacht überhaupt gemacht. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das wäre vielleicht echt besser. Dieses Pink erkenne ich gerade fast überhaupt nicht. Solange man es so aufzieht, solange es noch richtig schön intensiv ist, weil das mit der Leertaste, flimmert das ja immer so. Ja, ich verstehe auch nicht, warum es das tut. Das tut es in keinem anderen Total War wieder. Ja. Bei Empire... Oh, shit. Fangen wir mal die Kavallerie schnell mit deiner Kavallerie ab. Wobei ich glaube, dass das Fernkämpfer sind. Ja. Ja. Aber trotzdem. Was wollte ich sagen? Aber er macht gerade ganz gerne eigentlich Charges mit seinen Fernkämpfern, sehe ich. Das sieht wie bei mir vorhin auch. Ja. Oh fuck, zieh den Kopf. Alter, scheiße. Ja, das sind die kurdischen Speerwerfer, glaube ich. Ganz schön krass. Ich glaube aber eher, dass das die da sind. Meinst du? Die Schlacht steht zu unseren Gunsten. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser. Ey, ich muss sagen, ich habe gestern Abend Rome 2 gespielt, Total War 2, und muss sagen, ich hatte gestern Abend mal wieder richtig Spaß dabei. Das kann ich Oha, was war da denn los? Na, weiß auch nicht. Wahrscheinlich lag es daran, dass ich vorher mich betrunken habe auf 2 Promille. Wahrscheinlich. Nur so ist dieses Spiel zu ertragen. Nee, also irgendwie gestern, weiß nicht, da lief auch alles glatt. Und auch im Multiplayer, es gab keine Lags, es gab gar nichts. Die Ladezeiten waren extrem kurz. Sehr erfrischende Abwechslung, würde ich mal behaupten. Wobei ich gestern irgendwie so ein bisschen den Wunsch empfunden habe, dass nicht Medieval ein Remake erfährt. Sondern Empire. Okay. Weil ich ehrlicherweise finde, der erste Empire-Teil jetzt, der ja momentan draußen ist, und Napoleon. Wenn wir standhaft und aufrichtig bleiben, ist der Sieg unser.
Da fehlen mir einfach so gewisse Dinge. Also bei Empire fehlen mir Dinge, die in Napoleon drin sind, und bei Napoleon fehlen mir wieder Dinge, die wiederum in Empire drin sind. Ja. Zumal auch das Politiksystem in Empire. Sie hatten ja wirklich, muss man ja dazu sagen, sie hatten ja in Empire Total War am Anfang wirklich für die komplette Welt zu machen. Also wirklich auch Afrika komplett, nicht nur Nordafrika, sondern auch wirklich ganz Afrika, Australien, Neuseeland, Indonesien, also wirklich die ganze Welt halt eben abzudecken. Ja. Und das wurde dann ja rausgenommen, weil sie nicht mehr fertig geworden sind. Rechtzeitig vor Release, da hat Sega natürlich mal wieder Druck gemacht und deswegen mussten die natürlich spuren, schon scheiße. Ja, klar. Ich finde Sega sowieso total asozial. Zumal der Sega-Support auch total asozial ist. Ja, hatten wir ja schon unsere Probleme mit Shogun. Mhm. Naja, auf jeden Fall wünsche ich mir eigentlich für Empire ein Remake, wo auch dieses Provinzsystem nochmal ein bisschen besser rauskommt, so wie es bei Rome eigentlich gehandelt wird. Mhm. Und ja, einfach dies, bei Empire ist so schnell die Luft raus, finde ich. Wenn du da so die halbe Welt schon, oder wenn du da mal deine Kampagnenziele erreicht hast, dass Preußen zum Beispiel hat, dass du Deutschland halt eben einst, ja. Ja. Es passiert eigentlich relativ schnell, dass du diese Kampagnenziele erreichst und danach ist es einfach nur, okay. Ich stelle x-tausend Linieninfanteristen auf und schicke die in den Feind. Es gibt keine anderen Truppen, ja. Es gibt eigentlich nur Linieninfanterie, die wirklich stark ist, und es gibt Lenkler, die halt ganz gut sind für große Distanzen, werden aber trotzdem von Linieninfanterie fertig gemacht, sobald sie in der Reichweite sind. Also im Prinzip bildest du eigentlich nur Linieninfanterie und schwere Kavallerie am Ende aus, also Kürassiere. Ja, Klassiker. Und das wäre eigentlich wirklich mal was, wo ich mir denke, es wäre eigentlich ein Remake wert, weil nur Empire... Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Empire ist nämlich ein richtig geiles Spiel, finde ich. Auch das Provinzsystem, wie sie es haben, dass halt eben in der Provinzhauptstadt nicht mehr alle Gebäude stehen, sondern dass die halt in der Provinz verteilt sind, so wie es in Shogun ja auch noch ist, und man halt auch ein bisschen aufpassen muss. Das passt in die Epoche, das finde ich super, das können sie auch meinetwegen so beibehalten, aber die Schlachten sind einfach so notorisch, generisch, und die Schlachten gegen Städte, also wenn man Städte einnimmt, die machen gar keinen Spaß, weil du halt immer gegen, wenn die Stadt keine Mauern hat, kämpfst du auf dem offenen Feld. Ja. Und wenn die Stadt Mauern... Scheiße. Scheiße, das ist nicht gut. Und wenn die Stadt Mauern hat, dann kämpfst du immer im gleich aussehenden Vor. Okay. Vor der Stadt. Das ist echt madig. Und das ist das, was mir in Empire am meisten gefehlt hat, die Stadtschlachten. Ich weiß, die sind für die Epoche gar nicht mal so entscheidend gewesen, ja. Aber ich finde, man hat auch damals, man hat auch im 18. Jahrhundert hat man Städte verteidigt. Ich meine, nehmen wir nur als Beispiel die Österreicher, die Wien ganz, ganz oft gegen die Osmanen verteidigt haben oder gegen die Türken, ja. Und es war auch, wann haben die Osmanen das letzte Mal Wien angegriffen? Ich glaube 1693 oder sowas, ja. Kann sein, und da hat man auch schon mit Musketen gekämpft. Und da war eine Stadtverteidigung, ja, es war halt nicht so wie damals, wo man Bogenschützen auf den Mauern stehen hatte, sondern halt Musketiere, aber das war auch durchaus eine Thematik. Und das wäre wirklich für neues Empire, fände ich ziemlich, ziemlich geil. Wir sind übrigens weit über die Zeit schon wieder raus. Oh ja, stimmt. Fände ich für neues Empire ziemlich geil, wenn die da ein Remake machen, wo diese Stadtschlachten auch wieder mehr fokussiert, weil es ist einfach, ist eine Schwäche von Total War, das muss man dazu sagen, dass Stadtschlachten meistens, gerade in den engen Gassen, verkackt die KI extrem, aber die Stadtschlachten sind doch auch ein Herzstück davon, und es sollte halt wirklich sich nicht nur auf dem offenen Feld abspielen. Das ist meine Meinung jetzt. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Weil einfach dieses Stadtsetting, dass du durch die Straßen dich kämpfen musst, dass du eine Stadt im Hintergrund, also nicht nur im Hintergrund hast, sondern dass du die Stadt halt eben auf dem Schlachtfeld hast, finde ich einfach viel, viel geiler, als wenn du immer ins gleiche generische Tor einmarschierst, wie bei Empire und Napoleon das der Fall ist. Ja. Zumal es bei Napoleon seltener der Fall ist, weil da die Mauern so pervers teuer sind und du am Anfang so wenig Geld verdienst, dass die meisten Städte eh nicht mal eine Befestigung haben. Ja. Das heißt, du kämpfst eh immer automatisch in einem Vorort davon, in einem Dorf. Naja, Freunde, den Rest der Schlacht setzen wir dann beim nächsten Mal fort, würde ich sagen. Und dann können wir aber noch ein bisschen über das eventuell neue Empire quatschen. Wir haben ja da eh schon relativ viele Ideen gesammelt. Und wir hoffen, dass ihr da wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Medieval 2 Total War Stainless Steel mit Ralf und Max. Bis dann. Au revoir. Mes amis. Ciao. Ciao.